Ja, aber italienische Küche ist auf jeden Fall geil, muss man sagen. Ja, sowieso. Das Ding ist auch, wenn man auch jetzt zum Beispiel irgendwie im Urlaub bin bei meiner Oma in Italien, gell, also was heißt Oma, sondern so Oma zweiten, ach, das schwer zu erklären. Großtante. Jedenfalls, wenn du Familie in Italien gehst und allein isst, wirklich, die kochen manchmal wie Göttinnen. Ja. Allein so eine leichte Tomatensuppe, Digga, gibt in Italien einen ganz anderen Kick als hier in Deutschland. Ja, nur weil die das nochmal so ganz anders können. Hier ist es dann meistens so nachgemacht. Das ist genauso wie wenn sie im Norden von Deutschland oder irgendwo im Westen Thüringer Bratwurst andrehen wollen einem und dann auch noch als Original verkaufen. Weißt du, aber die ist nie so gut wie hier. Geil, Mann. Ich finde das mit den Fahnen ein gutes Konzept. Und eigentlich ist das schon geil mit so einer Treppe hier, ne? Und so Verwinkelungen. Also je mehr Detail dadurch so zustande kommt, desto geiler wird's halt. Ja, hat Ne? irgendwie was. Nicht ja auch mit diesen Treppen, das ist eigentlich ein nices Konzept für eine Ja. Geländer. Hier unten kannst du vielleicht noch so Wassergräben oder irgendwas hinmachen, Ja, weißt du, so dann, Pfützen. was ich davor gehabt habe, vielleicht so ein Eingang in so eine, in einen kleinen Keller, wo dann vielleicht, wo ich dann vielleicht so Wasser, so weißt du, so Wasserfässer Ah, nachbaue, weißt du, na. so ein Weinkeller. Genau, na. Das wäre auf jeden Fall eine geile Idee. Am Ende baust du hier so richtig viel, so als wäre das das Hauptbauprojekt. Geil. Das wär's doch. Und Infinity währenddessen, ja, die Kathedrale, haben wir ja noch Zeit, ne? Ja. Das kommt noch, wenn ich 60 bin. Safe. Unterschätze mich bloß nicht. Ja, soll ich irgendwann ein Altenheim bauen, unterschätze mich da mal nicht. Aber da hast du halt echt nichts zu tun, ne? Da brauchst du halt echt eine Beschäftigung. Kannst nochmal richtig durchstarten mit 75. Ja. Nochmal YouTube-Kanal reaktivieren. Kannst die ganzen Playlists dann noch nachholen von den ganzen Jahren. Alle Craft Attack Staffeln, also bis Staffel 90 oder so dann. Ja, dann kommt vielleicht auch mal die dritte Folge Map Changer. Ja, genau, auf Insta, das Meme. Habe ich mich schon toll gefühlt. Vielleicht gibt's dann auch mal wieder ein paar mehr Insta-Memes, nicht nur alle 2 Wochen. Ja, Mann, aber hau mal bitte wieder. Du kannst hier einen guten Meme machen. Irgendwie hier, Rietz, ein Teilnehmer, einen kompletten Magerturm bauen. Nein, denkt sehr neu sein Haus anfangen. Weißt du, das ist doch Meme-Potenzial. Ja, na, da haben wir wieder neuen Stoff. Außerdem gibt es auch noch viele. Es gibt noch viele, aber die fallen mir mal nicht ein, so. Ich muss lachen, dass letztens diesen Meme umgesetzt, den ich dir gezeigt habe. Ja. Entscheidungsträger der Tanny-Gruppe, Jelle, Tälische, Tanny Aura Staffel, Western, Tanny Pyro. Ach ja, genau. Lukas Motivation in den Charts 2025. Endlich Folge 3 vom Map Changer bringen, Ort war 25. Da muss echt mal wieder mehr Memes kommen. Na, vielleicht recycle ich mal die alten Memes, wenn ich die noch finde, die du mal gemacht hattest damals, als alles begann. Nee, deine sind besser. Ach so, Julia hat die sogar noch gelobt von dir damals, weiß ich. Du könntest aber ja auch ein Meme machen, wie nennt man das zu, Zu Tiny Hexe ja. 3. Nee. Ich gebe dir immer nur so Ideen. Jetzt Tiny Hexe 3 zum Beispiel, zu meinem Tiro 1 und Tiro 2, Tiro 2 Staffel irgendwie zum Beispiel. Ja, ich weiß, was du machen kannst. Du kannst Ja. ein Meme machen, wie Rietze Tiro 1 und Tiro 2 gewonnen hat, dann dieses Bild, wo Thaddäus sich draußen auf der Liege sonnt. Ach so. Weißt du, was ich Ne, meine? Wo Tiso ist das? meinst du, nicht Nee, Tiro. Tiro 1, Tiro 2, nee, Tiro 2 und Tiro 3. Oh, nee, Ja. Tiro 2. Weil da hab ich doch gewonnen, weil keiner gekommen ist. Ja, stimmt, Tiro 2 war echt so. Ah, Tiro Ja. 1 auch? Naja, ihr seid alle gestorben und ich habe nur Falk umgebracht mit zwei Hitten. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie Naja, Tiro nee, 1 nee. war. Ja, okay, man kann schreiben, wie Rieze da Tiro 2 gewonnen hat. Und einfach diese Thaddäus, wie er sich sonnt. Und dann Tiro 3 hat auf einmal Sig übernommen. Aus dem Ja. Nichts. Nach einem Oh, abgekaterten Spiel. oder, ich habe eine gute Idee. Kennst du, was ein SpongeBob-Film und Mitarbeiter des Monats ist? Thaddäus, SpongeBob rast so richtig aus und denkt so, er wäre genommen worden. Ach ja, genau, ne? Das wäre Meme-Potenzial. Und der Sieger von Tiro 3 ist SpongeBob ist Rietzmann TV. Auf einmal kommt ein Bild von dir. Ja, genau das passt dazu. Mitarbeiter des Monats. Wo diese Riesenwand voll ist. Ja, das müssen wir auch machen für alle PvP-Events. Ja, stimmt. Guck mal, wie Meme-Potenzial ich gerade schwierig gegeben habe, die ganzen 5-6 Posts. Ja, das Ding ist, wenn ich manchmal durch die App gehe, dann fallen mir auch übelst viele ein, aber man muss halt erstmal das machen, so. Und manche Vorlagen gibt's aber auch gar nicht und dann musst du irgendwie die kostenpflichtige Version dir runterladen. Ist auch nervig. Geil. Ist man mal drauf angewiesen, gerade was gerade random zulässig ist oder drinnen verfügbar. Ich könnte mir eigentlich mal so einen Excavator bauen für Steine auch, wäre eine Idee. Da muss ich ja nicht immer mit der Spitzhacke rumhantieren bei so großen Flächen. Ah ne, der Hammer, so hieß das, genau. Ich guck mal.
Ja, stimmt. Ich kann noch einen Block daraus gießen und dann habe ich ja, glaube ich, genug direkt, um den ganzen Hammer fertigzustellen. Ich guck schon mal hier rein, was es da so gibt. Was machst du da? Ich leuchte ein bisschen aus. Was sonst? Ja. Ja, was krebst du immer am scheiß Turm rum? Na, was ein Sig so macht, ne? Ja, dann brauchst du wenigstens richtig zu, nicht, dass ich hier Löcher hab. Na guck, das war, ich hab's genauso zugebaut, wie es war. Das war alles so. Das muss gefüllt werden. Füll die ganze Höhle in 5 Sekunden, oder bist du tot. Hä? Was? Nein, das Spaß, mach wenigstens Doppelbesetzung hier. Was ist, wenn ich mit dem Bootbauen direkt runterfalle? Ah ja, na, kann ich verstehen. Ich baue dann aus Koppel, weil das habe ich gerade dabei. Ach du Scheiße, muss ich ja bis hier hinten alles auffüllen. Habe ich mir wieder schön was eingebrockt. Ist scheiße gelaufen jetzt, ne? Muss man ja mal sagen. Hier unten ist aber eine natürliche Höhle drunter, ne? Soll ich die auch zubauen? Warte, ich überprüfe das mal hier. Sollte es eigentlich sogar gehen schon. Na toll, jetzt habe ich keine Erde mehr. Jetzt werde ich wieder verprügelt. Kennst du Freddy Flunder? Ja, genau. Das war doch der Vater, ne? Der hat das gesagt. Nein. Ja, du musst wieder denken. Na, jetzt werde ich verprügelt. Ey, Alter, habe ich nicht gesagt, du sollst nicht mit alten Leuten reden. Ey, sollst nicht mit fremden Leuten reden. Nein, jetzt werde ich verprügelt. Genau, und das muss ich jetzt auch denken. Nur mir fiel es nicht genau ein, was es war. Ich hatte es nur so im Kopf. Ja, so ein bisschen. Aber man merkt, wir denken gleich. Ja, ne. Jetzt müsste der Block fertig sein, geil. Boah, ich bin echt krass weitergekommen, aber irgendwie, das sieht halt mega aus. Ja, das entwickelt sich echt, gell. Nee, ist gerade ein Design reingekommen mit dem Zaun, den finde ich eigentlich ganz wild. Digga, wir haben schon wieder 0:02, Alter. Och nö, jetzt werde ich verprügeln. Auf was könnte man das beziehen in der Tiny-Gruppe? Kann ich nur ein Meme draus basteln? Was brauchen wir jetzt für einen Excavator? Also die Teile zweimal? Steht mal irgendwo, wie viel das frisst? Nee, gell, muss ich wieder selber rechnen. Mache ich mir die Platten oder habe ich das Zeug? Ey, eigentlich müsste es irgendwo schon sein. Das kann doch nicht sein, dass ich mir das jedes Mal neu gieße. Die hat ja bestimmt Lukas eingeheimst, ne? Obwohl der hier wohnt. Ja, eigentlich habe ich seine ganzen Sachen so. Ich weiß gar nicht, warum ich hier ihn verdächtige. Hammerhead Pattern. Ist es der? Ja, safe. Okay, hier stehen zumindest die Teile dabei. 3 kostet das. Tough Binding, ne? Das war's. Ah ne, mit dem Creeper-Gesicht. Oh shit, das habe ich nicht. Ah, da ist es. Geil, Large Paid Dings ist es, alles klar. Ich hier schon wieder rumlatsche, wie auf dem Zahnfleisch kriechend, ohne irgendwelche Hungerkeulen. Warum habe ich mir jetzt eigentlich genau die ganzen Ingots rausgegossen, ey? Bin ich eigentlich blöd? Ich brauche das so in flüssiger Form. Ja, diese, manchmal rennen Pokémon die ganze Zeit beim Bauen rein. Oh, das hasse ich auch, ey. Generell, wenn die einfach nur anwesend sind irgendwo, ist schon zum Kotzen. Hat der nicht gesagt. Das meine ich natürlich so nicht, ja. Achso, ja dann. Ja. Das war doch nur Satire. Hä, wie ging die Scheiße? Ich dachte, ich kann jetzt hier raus was basteln. Oder nee, das war in dem. Hä, nee, auch nicht. Ah, Partbilder war es doch. Oh, das habe ich schon mal gemacht. Ich frage mir nur, wo es hin ist. Ach nein, jetzt schmelze ich das doch nicht ernsthaft ein. Okay, Gold ist unten, perfekt, dann kann ich das easy nutzen. Boah, ich würde auch sagen, es war es mit dem Bauen für heute. Was, das war's mit dem Stream? Nee, es war's mit dem Bauen. Ach so, ich dachte schon, ich habe mich verhört, aber war doch richtig erst.